Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über die Lade- und Navigationsplanung mit der Softwareversion ME3 im Skoda Enyaq. Auf geht's! Wenn man sich bei der ME3 Softwareversion der Lade- und Navigationsplanung die Karte anschaut, fallen als erstes diese neuen Symbole auf. Optisch besser zu erkennen und sie haben neu diesen grünen Punkt, der natürlich auch rot sein kann und der zeigt euch direkt auf der Karte die Verfügbarkeit an. Also ist die Säule verfügbar, ja oder nein? Und wenn wir so eine Säule auswählen, hat sich auch da schon einiges getan. So seht ihr zum Beispiel neu hier, wie viele Anschlüsse sie hat. Ihr seht, dass sie im Powerpass-Netz mit drin ist. Und ihr seht, wie lange ich ungefähr dahin brauche. Und das soll euch anzeigen, mit wie viel Akku ihr ankommt. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung an der Karte, dass ihr das jetzt so sehen könnt. Noch eine Anmerkung zu den neuen Symbolen auf der Karte. Nicht alle werden umgefärbt. Ihr seht es, hier ist eine 11 kW Säule. Die hat er noch im alten Design gelassen. Nur stärkere Säulen scheinen hier umgefärbt zu werden. Welche genau er wann umfärbt, kann ich euch allerdings nicht sagen. Kommen wir zum nächsten. Wenn ihr das so betrachtet, dann gibt es ja hier das Dreipunktmenü. Und in diesem Dreipunktmenü neu Ladestationen. Das könnt ihr ein- und ausschalten und das ist ein Filter. Über das Zahnrad hier könnt ihr den einstellen. Jetzt seht ihr, ich habe den Filter auf 100 kW, also Ladeleistung größer gleich 100 kW und Ionity aktiviert, der Rest nicht. Und wer jetzt schon aufmerksam aufgepasst hat, der wird sagen, ja, aber Moment mal, warum siehst du denn dann hier 50 kW, 11 kW und 22 kW? Nun ja, diese Filter wirken nicht auf die Karte, obwohl sie hier bei den Optionen für die Karte versteckt sind. Diese wirken sich auch nicht auf die eingeplanten Säulen bei der Navigation aus, sondern auf die Suche hier. Warum die Filter nicht im Setup sind, sondern bei der Karte, obwohl sie da gar nicht wirken, das verstehe ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier hineingehe und sage, zeige mir bitte Ladestationen und würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, hier wirkt es nicht, ich möchte Ladestationen in der Nähe, dann lädt er diese Daten und diese Liste hier drüben, seht ihr, besteht nur noch aus Ionity-Ladesäulen. Hier wirkt der Filter und zeigt mir die Säulen an. Aber eben, ihr habt es hier gesehen, Ladestationen, hier wirkt er noch nicht. Wenn ich jetzt einfach hier nach unten gehe, kommen alle einfach, wie wir es von früher kennen, einfach der Reihe nach. Eine andere Funktion von dem Filter habe ich noch nicht gefunden. Von daher ein bisschen fragwürdig, ob das da so sinnvoll ist. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass er mir hier auch einfach die Karte filtert. Und einfach hier nochmal zur Gegenprobe, wenn ich den Filter hier ausschalte, ihr seht, der Filter ist jetzt aus, wieder auf Suchen gehe und das Gleiche nochmal mache, Ladestation und dann sage Ladestation in der Nähe, dann seht ihr, bekomme ich eine komplett andere Liste, nämlich ungefiltert. Aber auch diese Liste ist verbessert worden. Einerseits seht ihr wieder die Verfügbarkeit und neu auch hier wieder, wie viele Ladeplätze es dort hat. Und das ist auf jeden Fall schon mal enorm hilfreich. Auch während der Fahrt hat sich was verbessert an dieser Kartendarstellung, und zwar der Zoom-Level. Die Karte kann jetzt deutlich weiter reinzoomen und dann auch einzelne Fahrbahnen zeigen und euch dann ganz genaue Tipps geben, wie ihr fahren sollt. Das heißt wirklich auf die Spur genau. Auf geht's, machen wir eine Ladeplanung und wie ihr wisst, ich nehme als Beispielziel immer im Lada Boleslav, also den Stammsitz von Skoda, neu ist. Das ist jetzt die Art und Weise, wie er mit Ladestopps umgeht. Wichtig dabei jetzt gerade zu wissen ist, ich bin auf 29% SOC. Darum hat er jetzt drei Ladestopps eingeplant. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, er hat einen 100 kW, einen 300 kW, einen 75 kW. Das ist schon mal deutlich besser als vorher, wo er fast nur langsame Stops eingeplant hat. Über die Auswahl können wir jetzt diskutieren, aber schlecht ist das jetzt erstmal nicht. Auf der anderen Seite, komplett neu ist diese Anzeige hier hinten. Über die Symbole, da können wir noch ein bisschen diskutieren. Das Thema bringe ich gleich zur Sprache. Ich finde es überhaupt
sinnlos, wenn alles flach ist, alle Symbole sind flach, diese dreidimensional zu gestalten, zumal man auf diesen Symbolen fast nichts erkennt. Oder könntet ihr von diesen Symbolen abschätzen, von wie viel bis wie viel ihr wirklich ladet? Da muss man schon ein genaues Auge haben. Neu natürlich auch hier, wie lange werdet ihr dort laden und wie lange fahrt ihr bis dorthin? Und wenn ihr so einen Ladestopp auswählt, dann zeigt er euch die Prozentwerte an. Von 19 auf 78, von 16 auf 79 und hier oben nochmal von 16 auf 67. Was hierbei natürlich auch noch wichtig ist, dass gewisse Einstellungen, die wir gleich im Setup angucken, Auswirkungen auf diese entsprechende Ladeplanung haben. Für mich sieht die jetzt erstmal soweit in Ordnung aus, auch wenn wir noch immer nicht nur Hochleistungscharger mit in der Ladeplanung haben. Ich habe jetzt einfach im Lada Boleslav nochmal geplant. Das ist übrigens auch noch so ein kleiner Tipp von mir, weil das kann durchaus passieren. Schaut euch jetzt mal an, wie er jetzt laden will. Jetzt hat er super Stationen ausgewählt. Ja, die 100 kW hier bei Flums ist die einzige, die ich noch erreichen kann. Bis zur Ionity würde ich es nicht wirklich schaffen. Von daher, das ist schon ganz gut eingeplant. Und jetzt hat er hier auch schnelle Säulen. Also manchmal, ja, hängt natürlich damit zusammen, sind die Säulen frei, sind sie nicht frei, gibt viele Abhängigkeiten, warum er eine Routenplanung macht, wie er sie macht. Und an der Stelle ist auch nochmal wichtig dazu zu sagen, diese Planung ist dynamisch. Das heißt, wenn euer durchschnittlicher Verbrauch sich verändert, dann plant der auch um. Anders ausgedrückt, er wird dann entweder Ladesäulen weiter nach hinten verlegen oder Ladesäulen weiter nach vorne planen. Wichtig, nach allem, was ich ausprobiert habe und meinem Kenntnisstand, berücksichtigt auch ME3 Höhenunterschiede nicht. Das heißt, da habt ihr immer noch das Problem, insbesondere in den Bergen, in den Alpen, dass, wenn ihr hochfahrt, natürlich das Ganze total nach unten sackt, er wie wild am Umplanen ist. Und wenn er dann den Pass runterfahrt und wieder ordentlich rekuperiert, er wieder wild umplant. Das ist sicherlich eine Verbesserung, an die Skoda rangehen sollte. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis. Die falschen Basisparameter, die dazu geführt haben, dass vor der ME3 hier in der Navi oft zu langsame Lader mit inkorrekten Ladezeiten eingestellt wurden, das ist passé. Bei meinem sind die Parameter korrigiert worden. Sollten die bei euch nicht korrigiert sein, ist das erstmal nicht dramatisch. Die scheinen für die Ladeplanung nicht mehr herangezogen zu werden. Die Ladeplanung ist jetzt passend zu eurer Ladegeschwindigkeit und auch passend zu eurer Akkugröße. Wenn ich gerade eh schon die Navigationsansicht aufhabe, das habe ich zwar auch schon in meinem Tipps und Tricks Videos erklärt, ich verlinke die euch auch nochmal hier oben, die Playlist mit diesen Videos. Wenn ihr da oben drückt, könnt ihr umschalten zwischen Fahrtdauer, jetzt 9 Stunden 13 und einfach draufdrücken, Ankunftszeit, also am nächsten Tag um 1.57 Uhr. Ihr seht es auch hier hinten, deswegen steht da auch dieses kleine Plus D, weil ich am nächsten Tag ankomme. Ich bleibe noch kurz bei den Tipps und Tricks, auch wenn ihr die, wie gesagt, schon in den Videos gesehen habt. Aber einfach nochmal zur Wiederholung für die, die es nicht kennen. Wenn ihr einen dieser Vorschläge hier löschen wollt, dann kurz mit dem Finger drauf und nach links wischen, dann kommt der Mülleimer und ihr könnt entsprechend einen Vorschlag, wie auch den, falls ihr ihn als Favoriten angelegt habt, Favoriten damit löschen. Wenn ihr besonders lange auf so einen Vorschlag drückst, wird die Route sofort geplant, ohne den kleinen Zwischenscreen, den ihr vielleicht kennt. Ich zeige ihn euch mal. Wenn ihr nur kurz drauf tippt auf das Ziel, dann kommt ja bekanntlich dieser Bildschirm mit Routenvorschlägen. Wenn ihr den überspringen wollt, dann einfach, wie ihr es hier gerade bei mir gesehen habt, lange mit dem Finger auf einen Vorschlag drücken. Und noch etwas aus meinen Tipps und Tricks Videos, weil das auch regelmäßig gefragt wird. Ich habe hier eine Route mit zwei Zwischenzielen geplant, Melz und Landquart. Mein Ziel ist Schiers. Wenn ihr Zwischenziele verschieben wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Drag and Drop machen. Finger drauf, ziehen, loslassen und die Route wird auch sofort umgeplant. Das gleiche, wenn ihr ein Zwischenziel löschen wollt, dann könnt ihr natürlich mit dem Finger drauf tippen und auf Löschen tippen, könnt es aber auch wieder kurz markieren, nach links wischen und auf den Mülleimer gehen. Beides keine Features der ME3, sondern gab es auch schon vorher, einfach nur der Vollständigkeit halber, gehört so ein bisschen mit zu Lade- und Navigationsplanung dazu. Kommen wir nun zu den Einstellungen, die Auswirkungen auf diese Ladeplanung haben und gehen erstmal hier ins Thema Setup. Zielführung.
und dann auf die Routenoption. Und dann sehen wir, dass wir hier oben vor allem Ladestopps automatisch hinzufügen aktiviert haben müssen, damit er das überhaupt macht. Das war auch schon vor der ME3 so. Aber neu haben wir hier bei den Einstellungen hinter dem Zahnrad mit der ME3 deutlich mehr Funktionen. Zum einen könnt ihr hier einstellen, wie viel Restreichweite in Kilometern soll das Auto noch am Ziel haben und wie viel Restreichweite auf der Route. Und wenn wir das jetzt anders einstellen, werdet ihr sehen, wird er auch sofort die geplante Route ändern. Die Route wird sofort neu berechnet. Ja, ihr könnt nicht mehrere Schritte reduzieren, während eine Routenführung aktiv ist. Es wird immer neu berechnet. Aber ganz wichtig ist, dass ihr hier die richtigen Einstellungen trefft, damit er das bei der Ladeplanung berücksichtigt. Nach wie vor berücksichtigt er natürlich auch, was ihr hier eingestellt habt. Bleiben wir kurz bei den Einstellungen, denn noch einen wunderschönen Bug haben sie behoben. Ich habe euch ja auch schon mal in einem Video gesagt, wenn euch die permanente Ansage, dass eine mautpflichtige Strecke voraus ist und dass man das beachten sollte, nervt, dann geht in die Grundfunktion und stellt Nutzungsverhalten lernen aus. Das hat, glaube ich, hunderten Leuten geholfen. Ihr seht, bei mir ist es wieder an, denn ihr könnt es jetzt wieder einschalten. Denn neu könnt ihr unter Zielführung, Routenoptionen, hier unten vignettenpflichtige Straßen meiden außer einstellen. Und dort könnt ihr Länder mit erworbenen Vignetten anhaken, bei mir die Schweiz. Und für alle Länder, wo ihr hier anhakt, unabhängig davon, ob dieser Haken hier aktiviert ist oder nicht, wird Laura diese Warnung nicht mehr aussprechen. Also wenn ihr eine Vignette für Österreich oder für die Schweiz oder für Tschechien oder sonst wo habt, stellt es euch da ein. Auch wenn ihr die Vignette nicht habt und den Spruch nicht hören wollt. Aber damit ist das Problem vorbei und ihr könnt trotzdem neu wieder hier unten in den Grundfunktionen das Nutzungsverhalten von Laura lernen lassen. Schauen wir uns noch die neue große Ladekachel an. Die ist nämlich auch deutlich verbessert worden. Ihr seht sie hier in der Mitte. An der neuen Ladekachel seht ihr nämlich jetzt auch, von wie viel bis wie viel ihr ladet anhand des Symbols. Eben, ich wünsche mir da eine bessere Usability. Macht doch da bitte flache Symbole hin, die deutlich klarer sind. Und ihr seht natürlich Ladezeiten, Fahrzeiten und Co. Diese neue Kachel ist jetzt auch brauchbar geworden und bietet alle Informationen, die ich für meinen Trip brauche, sehr übersichtlich auf einen Blick. Für Enyaqs mit Head-Up-Display hat sich auch einiges bei der Navigation geändert. Neu werden euch in der Augmented Reality Abbiegehinweise deutlicher angezeigt, indem man euch auch wirklich einblendet mit blauen Pfeilen, wo ihr abbiegen sollt. Ihr habt auch einen sogenannten Kreisverkehrassistenten, der euch nochmal genau anzeigt, wo ihr rausfahren sollt. Euch wird auch angezeigt, wenn der SOC niedrig ist, also kommt eine Batterie mit 20% zum Beispiel. Und euch werden auch Meilensteine auf der Reise angezeigt, was die Distanz angeht, zum Beispiel sowas noch 50 Kilometer bis zum Ziel, noch 10 Kilometer bis zum Ziel. Auch vorne der Tab hier im Cockpit ist aktualisiert oder verbessert worden. Neu seht ihr halt oben die Distanz bis zum nächsten Ziel. In meinem Fall ist das die Ladesäule auf dem Weg nach Mladá Boleslav und unten die Fahrzeit. Und wenn ihr ihn ausklappt, dann ist er da auch nochmal mit weiteren Informationen bestückt worden. Das heißt, ihr seht halt einfach nochmal ein bisschen mehr an Informationen. Aber große Veränderungen haben bei diesem Reiter hier noch nicht stattgefunden. Was es nur als kleiner Einschub nicht mit der ME3, sondern mit der 3.1 gibt, ist, dass ihr jetzt noch ein Stück weiter fahrt und dann die Daten der Fahrt sehen könnt. Oder anders ausgedrückt, dass ihr dort dann halt auch diese Daten hier von der Fahrt sehen könnt. Das kommt da vorne, wie gesagt, erst mit einem späteren Over-the-Air-Software-Update. Abgesehen vom Navigationstab, der ja hier rechts eingeblendet wird und auch größer gemacht werden kann, gehört für mich so ein bisschen zur Lade- und Navigationsplanung auch hier neu hinzu, dass wir ja da die Prozentzahl angezeigt bekommen. Also wie viel SOC in Prozent haben wir noch. Was mir aber gar nicht gefällt an dieser Anzeige, ich finde das unglaublich irritierend, das sind die beiden Symbole daneben. Das ist einerseits die Ladesäule und andererseits der Akku. Die Ladesäule ist disproportional groß zur Schrift. Ansonsten ist sie ganz okay. Aber auch hier wieder, genauso wie bei den Akkus in der Kartenansicht, warum ist das Symbol dreidimensional?
das passt auch nicht. Und es ist auch viel zu groß. Das kann man schöner lösen. Ich finde das da vorne mittlerweile ein bisschen unübersichtlich. Das ist kein gutes User Interface. Ich blende euch hier jetzt einfach mal ein, wie ich mir das vorstelle. Da könnte man nämlich zum Beispiel einfach mal die richtigen Größen finden und die Batterie platt machen. Vor allem brauchen wir ja jetzt diese Ansicht bei der Batterie auch gar nicht mehr, weil wir haben die Prozentwerte. Naja, und wenn wir da schon dabei sind, dann könnten wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Eigentlich symbolisieren beide Symbole das gleiche, nämlich G nachladen. Wir könnten das Symbol also auch in die Mitte setzen und nur eins wählen. Das kann natürlich die Ladesäule sein, die sich dann bei 20% gelb und bei 10% rot verfärbt. Das könnte aber auch genauso gut die Batterie sein, die sich verfärbt. Und wie bei der Ladesäule auch, wo ja der Stromstecker anzeigt, auf welcher Seite der Ladeport ist, nämlich beim ENIAC hinten rechts, könnte man das auch mit der Batterie machen. Da, wo der Pluspol ist, also der Nöbel, da ist auch der Ladeport. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob man da nicht ein bisschen eine schönere Gestaltung wählen kann. Ja, manchmal merkt man erst nach einem Videodreh, dass man noch einen wichtigen Hinweis vergessen hat, also stellt man sich auf seinen Balkon und erzählt das. Hier geht es wirklich nur um Ladeplanung und Navigation. Das heißt, all die anderen Sachen rund ums Laden, zeitversetztes Laden und die sonstigen Verbesserungen, Bugfixes und neue Features, die machen wir in einem separaten Video. Das wäre sonst einfach zu viel und ich möchte versuchen, die Videos halt auch einfach diesbezüglich etwas kürzer zu halten. Und jetzt, ja, zurück zum Video. Wie du siehst, hat sich einiges mit dem Software-Update auf die ME3 in der Lade- und Navigationsplanung getan. Und das zum Guten. Ja, der Praxistest steht noch aus, aber den reiche ich demnächst nach. Ich bin froh, dass Škoda das gemacht hat, denn jetzt haben wir tatsächlich ein brauchbares System, wo wir auf Apps von anderen Anbietern meiner Meinung nach verzichten können. Wenn dir das Video geholfen hat und dir das Video auch gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich, sofern noch nicht geschehen, über ein Abo von dir freuen. Das hilft dem Kanal zu wachsen. Wenn deine Unterstützung noch ein klein wenig weitergeht, dann findest du unter dem Video einen PayPal-Link für eine kleine Spende. Oder nutze das YouTube Thanks, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen drin. An dieser Stelle auch ganz, ganz vielen herzlichen Dank für all die Unterstützung, die ihr mir schon habt zukommen lassen. Das ist wirklich sensationell. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.